Ja, also wir wollten ja mit Homatic einen breiten Massenmarkt erreichen, mit Homatic API noch mehr. Und da waren eben vorkonfigurierte, einfache Funktionen möglich, die jeder einfach benutzen kann. Gleichzeitig wollten wir aber auch, dass spezielle Sonderfälle abgefangen werden können und dass jeder es individuell für sich nutzen kann. Und da war immer die Schwierigkeit, ja, was sind sinnvolle Beschränkungen, was ist das, was der Massenmarkt braucht, was ist das Einheitliche, was wir machen wollen, welche Parameter stellen wir zur Verfügung. Und irgendwo haben wir da dann eine Lösung gefunden. Wir haben gesagt, es gibt Easy-Profile, da sind wenige Parameter sinnvoll einstellbar, was wir meinen, was der Durchschnittskunde braucht. Und für die Leute, die sich ein bisschen mehr eingearbeitet haben, da haben wir dann gesagt, die müssen einen Expertenmodus aktivieren, damit sie auch an die versteckten Funktionen rankommen, wo dann wirklich alles ganz frei konfigurierbar ist. So, ja. Wenn man auf der Zentrale was programmieren will oder Verknüpfungen zwischen Geräten anlegen will, hat man ja erstmal die Wahl zwischen lege ich ein Programm an oder lege ich eine Direktverknüpfung an. Ups. Und hier sehen wir jetzt eine Direktverknüpfung, das spricht eben eine Fernbedienung direkt mit einem Empfänger. Ich kann in der Direktverknüpfung einstellen, was passieren soll, wie sich der Aktor verhalten soll. Das Timing bei einer Direktverknüpfung, ich sehe, ich drücke auf die Fernbedienungstaste, das Relais schaltet, der Aktor bestätigt das dem Sender und die LED leuchtet grün. Das passiert innerhalb der angegebenen Zeit. Nutze ich gesicherte Übertragung, was man bei den Fernbedienungen einstellt, wenn man sie anlernt und im Posteingang kann man ein Häkchen setzen, gesicherte Übertragung, das ist standardmäßig aktiv. Ich würde es in den meisten Fällen deaktivieren, damit es eben schneller kommuniziert und weniger Telegramme erzeugt. Hat man es bei zum Beispiel für eine Kimatik, wo man erhöhte Sicherheit braucht, aktiviert man diese gesicherte Kommunikation, dann sind mehr Telegramme notwendig. Dann sendet der Sender erstmal an den Empfänger, Taste 2 wurde gedrückt. Der Empfänger sagt dann, beweis erstmal, dass du wirklich der Sender bist, der du vorgibst zu sein. Ich stelle dir jetzt mal eine Aufgabe und die musst du, löse mal, verschlüssel mal mit deinem bekannten Schlüssel die Zahl sowieso. Das macht dann die Fernbedienung, schickt ihre Lösung zurück an den Aktor und der Aktor sieht dann, ja, hat er richtig gemacht. Das muss die Fernbedienung sein, die unseren Systemschlüssel kennt, der kann ich vertrauen und jetzt darf ich auch wirklich schalten. Das Ganze geht natürlich ein paar Mal hin und her, sind einige Funktelegramme und es verstreicht einige Zeit dabei. Man sieht dann entsprechend, wann das Relais schaltet und wann dann die LED auf der Fernbedienung leuchtet. Mache ich das Ganze über die Zentrale mit einem Programm. Das, was ich oben als Direktverknüpfung habe, habe ich hier unten mal relativ gleich als Programm realisiert. Dann haben wir hier einmal die Gegenüberstellung, wie die zeitliche Verzögerung ist. Direktverknüpfung gegenüber Programm und beides ohne gesicherte Übertragung. Da habe ich ja einmal dann die Kommunikation Fernbedienung mit Zentrale. Die Zentrale hat dann empfangen, Fernbedienungstaste wurde gedrückt, führt das Programm aus. Wie lang die Ausführungszeit des Programms ist, wissen wir nicht. Wenn es eine CCU1 ist, die relativ träge ist und wenn die dann noch viel zu tun hat, dann kann das mal ein bisschen länger dauern. Bei einer CCU3
mit geringer Auslastung ist es quasi auch sofort, aber es ist irgendeine beliebige Verzögerung da, je nach Auslastung der Zentrale und nach Rechenpower. Dann kommt eben die Ausführung des Programms. Ach, ich soll einen Aktor schalten, geht der Sendebefehl raus, der Aktor bestätigt und wir haben dann die angegebene Verzögerungszeit. Aktivieren wir wieder gesicherte Übertragung. Dann hat man hier am Ende, da gehen ja dann mehrfach AES-Aufgaben hin und her. Dann sind wir schon fast bei einer Sekunde Verzögerung plus X. Deswegen immer die Empfehlung, Direktverknüpfungen nutzen. Die sind erstens vielfältiger konfigurierbar. Die Aktoren können also genauer eingestellt werden, was sie machen sollen, ob sie blinken sollen mit einer Rampe und so weiter. Das ist in Programmen nicht vollständig nutzbar, was die Aktoren alles können. Außerdem spare ich jede Menge Funktelegramme, vermeide Kollisionen und ich habe eben auch eine schnellere Reaktion. Aktionsprofile, das ist das, was eben hinter diesen Direktverknüpfungen steckt. Eine Fernbedienung, ein Sensor, der sendet immer nur seine Absender-ID, sage ich jetzt mal. Ich bin Fernbedienung 17, bei mir wurde Taste 3 kurz gedrückt. Und das empfängt der angelernte oder der verknüpfte Aktor und sagt, diese Taste weiß ich, da muss ich was machen und was soll ich machen. Das ist dann nachher in der Verknüpfung genau konfiguriert und das hier ist, nennt sich es jetzt mal, wir nennen es Aktionsprofil. Hier ist der ausgeschaltete Zustand eines Dimmers. Dann, wenn er einschalten soll, durchläuft er diese Abschnitte. Zuerst eine Einschaltverzögerung, die kann auch null sein. Dann kommt eine Einschaltrampe, die ist standardmäßig eine halbe Sekunde. Dann kommt eine Einschaltdauer, standardmäßig unendlich. Sollte sie nicht unendlich sein, sondern zum Beispiel nur 10 Sekunden, dann laufen 10 Sekunden ab und es geht in die Ausschaltverzögerung. Die Ausschaltverzögerung ist im Standardfall auch auf 0 gesetzt. Aber ich kann da eben zum Beispiel einstellen, ja, 10 Sekunden Ausschaltverzögerung mit aktivierten Blinken. Im Treppenhaus zum Beispiel weiß ich dann genau, jetzt fängt es an zu blinken, in 10 Sekunden geht das Licht aus, ich muss nochmal den Taster drücken oder einmal für den Bewegungsmelder winken. Dann kommt anschließend die Ausschaltrampe, standardmäßig auch wieder halbe Sekunde und dann ist der Aktor wieder aus, im Normalfall auch dauerhaft. Aber auch die Zeit kann ich einstellen, wie lang sie sein soll, das kann also aus auch wieder 10 Sekunden, eine Minute oder was auch immer sein. Und das läuft dann sozusagen im Kreis endlos ab, außer eine der Zeiten, Einschaltdauer, Ausschaltdauer steht auf unendlich. Wie hoch die Pegel sind in dem Profil, ist alles konfigurierbar. Wie hoch dieser Sprung am Anfang ist, wie steil die Rampe ist, um welchen Pegel geblinkt wird, mit welcher Frequenz geblinkt wird. Es ist alles konfigurierbar, aber das ist das Grundmodell, was hinter einem Profil steckt. Und das kann ich pro Taste und pro kurzem und langen Tastendruck konfigurieren. Und für die ganzen Profilabschnitte ist sogar einzeln einstellbar, was passieren soll. Ich bin in der Einschaltverzögerung und jetzt kommt ein Tastendruck. Was soll ich jetzt machen? Oder ich bin eingeschaltet und der Tastendruck kommt, was muss ich dann machen? Das ist für alle Profilabschnitte getrennt einstellbar. Und dadurch ergeben sich wirklich sehr viele Möglichkeiten, alles genau so zu konfigurieren, wie man es für seinen Anwendungsfall braucht. Schauen wir uns nochmal so ein Easy-Profil an bei einem Dimmer. Standardmäßig für die eine Taste, für die rechte Taste oder obere Taste ist ein Schrägstrich heller, Q
Kurzer Tastendruck schaltet ein, langer Tastendruck dimmt hoch. Ich könnte aber auch eine dieser anderen Aktionen auswählen, dass auch zum Beispiel bei einem kurzen Tastendruck um eine Stufe hochgedimmt wird oder dass ein Blinklicht gestartet wird oder was auch immer als Einschlaflicht, dass es langsam nach einer Zeit X automatisch runterdimmt. Für Kinder sagt man, ja, das Licht soll auf 30% eingeschaltet bleiben, wenn sie ins Bett gehen, und nach einer halben Stunde mit einer Rampe von einer Stunde langsam runterdimmen, dass sie gar nicht merken, dass das Licht ausgeht. Oder als Aufwachlicht für den Morgen, was ich da will. Da sind bestimmte Anwendungsszenarien eben von uns vorgedacht und bestimmte Parameter kann man da einstellen. Habe ich zum Beispiel Treppenhauslicht ausgewählt, dann habe ich diese Parameter, die ich da einstellen kann. Ich kann Rampenzeit beim Einschalten, eine Verweildauer, auf welchem Pegel soll eingeschaltet werden, die Verzögerungszeit mit dem Blinken und mit dem Ausschaltrampe wieder. Ist mir das alles zu wenig? Moment. Ja. Kommen wir erst dazu, wie funktioniert überhaupt die Abarbeitung eines Befehls bzw. eines Tastendrucks, wenn der jetzt beim Aktor ankommt? Die Taste erzeugt, oder der Sender erzeugt ja nur ein Funktelegramm. Kurzer Tastendruck, Taste 2 von Fernbedienung XY. Und der Aktor weiß, den kenne ich, damit bin ich verknüpft und ich muss was machen. Aber da, und diese Prüfung, die läuft jetzt folgendermaßen ab. Als erstes wird erstmal geguckt, kenne ich den Absender und bin ich als Empfänger in diesem Funktelegramm eingetragen? Also die Fernbedienung funkt, wenn sie an mehrere Aktoren angelernt ist, zuerst ein Broadcast. Fernbedienung XY an alle. Taste 3 kurz. Dann weiß der Aktor schon, es geht an alle, also auch an mich, und führt dann anschließend die weiteren Prüfungen durch. Nachher, wenn sie dann bidirektional alle Komponenten anspricht, dann sagt sie, das hier ist jetzt unidirektional von Fernbedienung XY für Aktor AB. Sagt er, ja, bin ich, also ist es für mich, führe ich aus, ich prüfe weiter. Jedes Telegramm hat einen Telegrammzähler. Mit jedem Tastendruck, immer wenn ein neues Telegramm gesendet wird, erhöht sich dieser Zähler. Und der Aktor kann prüfen, habe ich dieses Telegramm schon mal ausgeführt? Ist das ein Replay? Ist das eine Wiederholung von einem Repeater? Muss ich es nochmal ausführen oder habe ich dieses Telegramm schon mal ausgeführt? Das heißt, wenn ich einen Toggle-Befehl schicke und ich habe den schon ausgeführt und jetzt kommt irgendwie durchs System nochmal eine Wiederholung, dann sehe ich, hatte ich schon, nicht nochmal toggeln und wieder zurück in den alten Zustand, sondern dieses Telegramm verwerfen. Wenn das alles bisher erfüllt ist, dass es gültig ist, dann wird geprüft, hat das Telegramm eine Zusatzbedingung. Eine Zusatzbedingung, das machen zum Beispiel Fensterkontakte, die senden kurzer Tastendruck mit dem Zusatzwert 0 oder 200 für offen oder geschlossen. Der Drehgriffkontakt, der sendet auch noch 100 für gekippt. Und dann kann der Aktor anschließend weitere Prüfungen vornehmen. Also es wird, so ein Sensor sendet dann auch eben einen Schaltbefehl, nennen wir es mal, aber mit Zusatzbedingungen. Und der Aktor kann anschließend Bedingungen prüfen. Und diese Bedingungsprüfung, da kann ich auch wieder Fragen auswählen, die erfüllt sein müssen. X ist der übertragene Wert, den der Fensterkontakt jetzt meldet, also offen oder geschlossen, 0 oder 200. Und ich habe hier einen Condition Value, der in den Parametern eingetragen ist. Der ist zum Beispiel auf 50 eingestellt. Ist der übertragene Wert 200 größer oder gleich, greater equal 50? Ja, 200 ist größer gleich 50. Dann führe die Aktion, die dahinter liegt, aus. Ist die Bedingung nicht erfüllt, führe es nicht aus.
Also er macht zuerst diese Bedingungsprüfung mit dem übertragenen Wert, falls es von einem Sensor kommt statt von einer Fernbedienung. Und dann wird geguckt, ja, was habe ich denn überhaupt zu tun? Aktionstyp überprüfen, soll ich nichts machen, soll ich zu einem Ziel in diesem Profil springen, da, diese verschiedenen Abschnitte, da kann man, jedes einzelne Segment kann angesprungen werden, oder soll ich direkt zum Beispiel hochdimmen, runterdimmen oder toggeln? Das ist das nächste, was entschieden wird, und wenn zum Beispiel gesagt wird, jump to target, dann guckt er noch nach, was ist für diesen Abschnitt eingetragen, wohin soll ich denn springen? Und das ist dann das, was in der letzten Stelle da steht. Wenn dann zum Beispiel im ausgeschalteten Zustand ein Telegramm reinkommt, dann ist da eventuell eingetragen, wenn Fensterkontakt offen, dann springe zu einschalten. Ich möchte, dass, wenn das Fenster geöffnet wird, dass das Licht einschaltet. Damit man an die ganzen Sachen rankommt, muss man erstmal die Expertenansicht freischalten. Und dazu muss man in die Benutzerverwaltung gehen. Findet man unter Einstellungen. Bearbeitet den Benutzer und entfernt den Haken bei vereinfachte Konfigurationsansicht. Schauen wir uns nochmal an, so sieht ein Easy-Profil aus, was man da einstellen kann. Nachdem man Experte geworden ist, wechselt man. Immer wieder schön. Ja, wechselt man in die Expertenansicht und das Profil, was man vorher als Easy-Profil gesehen hat, ist hier mit seinen Parametern dargestellt. Das ist die lange Liste für kurzen und für langen Tastendruck. Sieht man jetzt da als zwei Spalten nebeneinander, einmal kurz, einmal lang. Die Parameter sind eigentlich alle identisch, bis auf einen, den gibt es nur beim langen Tastendruck. Aber da komme ich gleich noch zu. Das sind auf jeden Fall die Parameter, die ich alle für diese eine einzige Taste einstellen kann, um das Verhalten zu konfigurieren. Lässt sich so ein bisschen schwer lesen. Teilen wir das Ganze ein bisschen auf in Segmente. Das obere Drittel, also da kurz und lang ja quasi identisch sind, nehmen wir jetzt nur den langen Tastendruck und haben das jetzt in drei Abschnitte aufgeteilt. Und jetzt kann man es auch lesen, was da steht. Zuerst einmal das CT steht für Condition Type. Welche Art Bedingungen habe ich hier? X größer gleich dem Low-Referenzwert. Wir sehen hier in der Tabelle, es gibt einen Condition Value Low und einen Condition Value High. Und gegen die kann verglichen werden. Sensorwerte, die übertragen werden. Und da kann ich als Bedingungen auswählen, der Wert soll größer gleich dem Low sein, größer gleich dem High, kleiner als der Low, kleiner als der High oder innerhalb des Bereiches Low bis High oder außerhalb des Bereiches Low bis High. Ist schon alles verfügbar. Die anderen Parameter war ich noch nicht durchgegangen. Also oben haben wir die Condition Types, die Condition Values, gegen die verglichen wird, falls es denn von einem Sensor kommt, der einen Bedingungswert mitsendet. Dann haben wir ein On-Delay-Time, das ist die Einschaltverzögerungszeit. Das hier ist übrigens die Liste für Homatic-Dimmer. Bei Homatic-IP sind die Namen teilweise minimal anders geschrieben. Man erkennt trotzdem die Bedeutung, auch wenn manchmal Teilbegriffe von der Reihenfolge umgedreht sind oder mal ein Buchstabe mehr oder weniger dranhängt.
Bei den Zeiten ist bei Homatic IP ist das aufgeteilt worden in zwei Parameter, in die Zeiteinheit und den Zeitfaktor. Das liegt intern bei Homatic auch genauso, aber hier wird es umgerechnet und als ein Wert dargestellt. Ich kann hier in 0,1 Sekunden Abschnitten Zeiten programmieren, aber wenn ich in den größeren Bereich komme, dann habe ich diese Auflösung von 0,1 Sekunden nicht mehr. Da ist es dann nachher eine Auflösung von einer Minute oder irgendwie sowas. Weiß ich jetzt nicht genau mehr, welche Zeiteinheit es ist, aber da findet das im Hintergrund statt. Bei Homatic IP ist es nach vorne geholt und die Zeit wird als Basis plus Faktor in zwei Werten dargestellt. Davon dann später nicht irritieren lassen. Ich habe hier also die Einschaltverzögerung, die Einschaltdauer. Da in der Dropdown-Liste sind, glaube ich, auch Standardwerte. Nee, das ist nur, die Standardwerte sind nur im Easy-Profil. Hier muss man immer Werteingabe, Zeiten eingeben. Ja. Ausschaltverzögerung, genau das Gleiche. Und Ausschaltdauer. Für die Einschaltdauer haben wir noch eine besondere Betriebsart, den On-Time-Mode. Wie soll die Zeit gelten? Das ist für Bewegungsmelder, Tasterkombinationen wichtig. Möchte ich, wenn ich eine Einschaltdauer gewählt habe von 10 Sekunden, möchte ich, dass der Aktor für genau 10 Sekunden einschaltet oder möchte ich, dass er für mindestens 10 Sekunden einschaltet? Kann man mal überlegen, ich habe jetzt einen Bewegungsmelder, der soll möglichst dann immer für mindestens 10 Sekunden zum Beispiel, also 10 Sekunden ist zu wenig, also wir sagen jetzt mal für 2 Minuten einschalten, einen sinnvollen Wert. Und jetzt könnte ich parallel die gleiche Lampe ja auch mit einem Wandtaster einschalten und sagen, ja, ich möchte jetzt manuell Badezimmer, ich lege mich in eine Badewanne, das Licht soll für 2 Stunden eingeschaltet werden. Laufe ich anschließend durch den Bewegungsmelder, sagt er, wieder einschalten für 2 Minuten. Würde der Bewegungsmelder so konfiguriert sein, beziehungsweise das Aktionsprofil im Aktor dahinter, dass da steht exakt 2 Minuten, dann würde der Letzte gewinnen und der Bewegungsmelder schaltet nach 2 Minuten das Licht aus. Deswegen verwende ich die Einschaltdauer als Mindestzeit und sage, du sollst mindestens 2 Minuten einschalten. Wenn der Wandtaster 2 Stunden Einschaltdauer hatte, dann hat er natürlich Vorrang und wenn ich habe den Wandtaster vor einer Stunde betätigt, die Restlaufzeit von einer Stunde, das weiß der Aktor und guckt bei Eintreffen des Befehls. Ich habe noch eine Restlaufdauer von einer Stunde, der Bewegungsmelder sagt jetzt mindestens 2 Minuten. Okay, die eine Stunde ist länger, dann behalte ich die eine Stunde. Vor einer Minute gewinnt dann der Bewegungsmelder. Genau. Hat man den Wandtaster vor 2 Stunden, also vor 1:59 betätigt und kommt dann der Bewegungsmelder, dann verlängert der Bewegungsmelder wieder auf 2 Minuten. Das gleiche auch für die Ausschaltdauer. Und Besonderheit für den langen Tastendruck, Multi-Execute, steht hier jetzt auf On, bedeutet, wenn ich einen langen Tastendruck ausführe, werden ganz viele Befehle hintereinander gesendet. Möchte ich damit zum Beispiel einschalten für 10 Sekunden machen, soll das zum Beispiel sein, ein kurzer Tastendruck macht Einschalten für eine Stunde und ein langer Tastendruck macht Einschalten für 10 Sekunden. Möchte ich jetzt, wenn ich die Taste gedrückt gehalte, dass wirklich exakt genau 10 Sekunden eingeschaltet bleibt, dann mache ich nur Multi-Execute, nein, soll er nur ein einziges Mal ausführen. Möchte ich das sozusagen als bleib so lange eingeschaltet, wie ich die Taste gedrückt halte,
dann wähle ich hier Multi-Execute On. Dann fangen die 10 Sekunden sozusagen erst dann an zu laufen, wenn ich den Taster wieder losgelassen habe. Davor startet er die 10 Sekunden bei jedem empfangenen Telegramm immer wieder neu. Telegramme beim langen Tastendruck werden alle Viertelsekunde gesendet. So, kommen wir nochmal Action Type, was ich da zur Verfügung habe. Inaktiv ist klar, da passiert dann nichts, da ignoriert er dann den Befehl. Jump to Target, da springt er dann entsprechend des Zustands, wo bin ich? Ich bin in On Delay sozusagen, oder hier ich bin, er guckt für diese Punkte, wo bin ich im Profilabschnitt, befinde ich mich hier? Jump Target On Delay, spring zu Off Delay ist da eingestellt, also von hier nach da springen, hier nach da springen. Und so kann ich stelle ich für jeden Profilabschnitt ein, wenn der Tastendruck kommt, wohin soll ich springen. Das Ganze wird aber nur ausgeführt bei Jump to Target, wenn das bei Action Type ausgewählt ist. Wähle ich bei Action Type was anderes aus, wie Toggle to Counter. In jedem Telegramm, was ausgesendet wird, wird auch ein Tastendruckzähler mitgesendet. Wir haben nicht nur den Telegrammzähler, wir haben auch noch einen Tastendruckzähler. Eine, was weiß ich, 16-Tasten-Fernbedienung sendet also, egal von welcher Taste was gesendet wird, immer einen um 1 erhöhten Telegrammzähler, verwaltet aber auch für jede Taste einen eigenen Tastendruckzähler, der mitgezählt wird. Und dann weiß der Aktor genau, aha, das ist jetzt die dritte Betätigung von Taste 2. Und hier kann ich jetzt sagen, ja, bei Toggle to Counter, bei ungerade einschalten und bei gerade ausschalten. Und bei Toggle Inverse to Counter genau umgekehrt. Damit kann ich dann zwei Lampen immer genau entgegengesetzt schalten. Ich kann natürlich auch über Jump to Target kann ich toggeln und es kommt immer darauf an, was ich machen will. Will ich mit mehreren Fernbedienungen einen Aktor toggeln oder will ich mit einer Fernbedienung viele Aktoren toggeln? Mache ich das Toggeln über Jump to Target und ich habe viele Aktoren, die ich anspreche, da kann ich immer das Pech haben, dass ein Aktor das Funksignal nicht mitkriegt und nicht mittoggelt. Dann ist der einmal aus dem Takt und ist schwer wieder einzufangen. Da verwende ich dann Toggle to Counter, damit alle angesprochenen Aktoren synchron zueinander toggeln. Und wie gesagt, wenn ich immer möchte, Hauptbeleuchtung und Dezentbeleuchtung, die sollen immer abwechselnd schalten und nicht gleichzeitig an sein, dann kann ich das mit Toggle to Counter und Toggle Inverse to Counter immer wunderbar. Die eine Lampe stelle ich auf das eine ein und die andere auf das andere. Und so habe ich immer sichergestellt, dass nie beide eingeschaltet sind. Ja, für Dimmer bei langem Tastendruck natürlich hauptsächlich angewendet. Hochdimmen, runterdimmen oder wenn bei Verwendung von nur einer einzigen Taste, Toggle Dim. Oder auch, wenn das wieder entgegengesetzt sein soll, Toggle Dim to Counter und Toggle Dim Inverse to Counter. Ich habe eine einzige Taste, die ist mit dem Dimmer verknüpft. Erster Tastendruck hochdimmen, loslassen, neuer Tastendruck runterdimmen, loslassen, hochdimmen, loslassen, wieder entgegengesetzt. Immer in die andere Richtung. Toggeln heißt immer entgegengesetzte Richtung, ein, aus, hoch, runter. Was? So. Der Zähler ist wirklich ein Zähler, der hat irgendwo einen Überlauf. Größere Zähler.
Ich bin jetzt überfragt. Ich glaube, der Tastendruckzähler ist ein Byte groß. Also das Toggle-Dim findet aber nur, reagiert auf das letzte Bit. Bei Dimmern und Schaltern auf das letzte Bit. Bei Rollladenaktoren werden die letzten 2 Bit des Zählers ausgewertet für Hoch, Stopp, Runter, Stopp. Der läuft einfach über und wenn er dann seinen höchsten Wert erreicht hat, fängt er wieder bei 0 an. So, das letzte Drittel. Ich kann festlegen, wenn ich jetzt einen Dimmer habe und runterdimme, bis wohin will ich runterdimmen können? Will ich da irgendwo einen Anschlag haben? Oder möchte ich zum Beispiel bis auf 0 runterdimmen können? Bis auf 0 runterdimmen finde ich persönlich unschön. Ich möchte gern bis zur niedrigsten eingestellten Stufe runterdimmen, wenn ich ganz lange festhalte. Und nicht, Mist, jetzt ist er schon wieder ausgegangen, jetzt muss ich wieder ein bisschen hochdimmen, damit es doch ein bisschen noch leuchtet. Ne? Deswegen stellt man den Dim-Min-Level vielleicht auf die wirklich minimal gewünschte Helligkeit ein und nicht auf 0. Außer ich möchte wirklich, auch durch ganz langen Tastendruck, weil jemand es zum Beispiel nicht hinkriegt, kurz genug die Taste zu drücken, dass sie als kurz erkannt wird, damit Oma das Licht ganz ausbekommt, auch wenn sie lange drauf drückt, mache ich, es soll dann auch ganz runter dimmen. Je nach Anwendungsfall, was man möchte. Dim Max Level, standardmäßig auf 100%, aber wenn ich sage, ach, das ist viel zu hell und verbraucht zu viel Energie, es genügt, wenn das auf 80% ist und das braucht auch gar keiner höher stellen können, dann stelle ich da das Dim Maximum auf 80%, beziehungsweise diese Sachen sind auch wunderbar, wenn man LED-Leuchtmittel nutzt, also Retrofit-LEDs, die haben oft das Verhalten, dass die nur vernünftig zwischen 20% und 60% irgendwie so Dimm-Bereich vernünftig funktionieren und bei 60%, 65% haben die oft schon 100% Helligkeit. Das heißt, wenn ich heller dimmen würde als 60%, und anschließend wieder runterdimmen, habe ich eine ganz lange Zeit, wo nichts passiert. Ich drücke Minus, Minus, Minus und nichts passiert, weil ich in dem toten Bereich von zwischen 100% und 60% hänge. Deswegen lege ich da dann die Einschalthelligkeit auf 60 zum Beispiel und sage auch, das Dimm-Maximum soll nur 60 sein. Ich will dieses LED-Leuchtmittel nicht heller als 60% dimmen können, weil darüber wird es sowieso nicht mehr heller. Und wenn ich dann wieder Dim Minus drückt, dann passiert auch wieder direkt was. Und so kann ich dann zum Beispiel LED-Leuchtmittel wunderbar auf den wirklich nutzbaren Helligkeitsbereich, Dim-Bereich anpassen. Wenn man dann diesen Dim-Bereich zum Beispiel sehr stark eingeschränkt hat, dann wird der Bereich ja relativ klein. Zwischen 20% und 60% habe ich jetzt gerade als typische Werte genannt von vielen Leuchtmitteln. Standardmäßig wird mit 5% Schritten gedimmt. Jeder Tastendruck oder jedes gesendete Telegramm alle Viertelsekunde erhöht die Helligkeit um 5%. Hat man das stark eingeschränkt, den Bereich, dann geht einem das vielleicht viel zu schnell. Dafür kann man Dim Step verändern, das nicht mehr in 5% Schritten, sondern zum Beispiel in 2% Schritten oder in 1% Schritten gedimmt wird. Dann kann man wunderbar langsam eine Helligkeit auswählen oder wem es zu langsam ist, der sagt, ach komm, mir reichen 10% Stufen und dann wird eben in 10% Stufen gesprungen. Kann ich das dynamisch machen? Nee. Dass er langsam anfängt und dann schneller läuft? Nee. So, eine ähnliche Einstellung, der Off-Delay-Step, wenn die Ausschaltverzögerung beginnt, wird ein kleiner Schritt nach unten gemacht, dass ich sehe, jetzt ist die Einschaltdauer beendet, er sackt einmal kurz ab, um 5%,
habe ich eine kleine optische Vorwarnung, gleich geht das Licht aus. Dieses Off-Delay-Step wird auch als Blinken, als Blink-Hub genutzt, wenn man denn das Blinken aktiviert hat in der Ausschaltverzögerung. Das heißt, von der zuletzt gewählten Einschalthelligkeit minus 5 Prozentpunkte und zwischen diesen beiden Werten wird hin und her geblinkt. Und zwar mit der Frequenz von Off-Delay New Time und Old Time. New Time ist der abgesenkte Pegel, Old Time ist der, wo ich herkomme. Hier bleibt er also 0,5 Sekunden auf dem Einschaltpegel und 0,5 Sekunden auf dem abgesenkten Pegel und blinkt dann da die Zeit, die irgendwo steht als Off-Delay Blink Time, müsste irgendwo gestanden haben. Off-Delay Time. Okay. Ja, egal. So. Weiter. Long. Dann einige Aktoren, das haben nicht alle, haben eine sogenannte Else Action. Das ist nur bei ganz wenigen Aktoren eingebaut, bei den Homatic-Marken-Dimmern und bei dem PWM-Dimmer von Homatic, da ist das drin. Sonst haben das, glaube ich, keine Geräte. Ja, doch die Stecker-Steckdosen-Dimmer von Homatic in beiden Varianten in der Strich-3-Version. Bei Homatic IP ist das momentan jedenfalls noch nicht drin. Das heißt, diese Else-Action, die wird ausgeführt, wenn man diese bedingten Befehle hatte, die zum Beispiel ein Fensterkontakt sendet, da konnte man ja sagen, das Profil soll nur ausgeführt werden, wenn die Bedingung erfüllt ist, x greater equal condition value low, dann mache das. Aber was ist, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist? Dann gab es bisher kein sonst, was ausgeführt wurde. Und hier, da habe ich dann mal bei den Dimmern nachgepflegt, dass es auch ein sonst gibt. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, dann führe dieses reduzierte Profil aus. Die Parameter sind wieder alle gleich, nur dass da einmal ein else davor steht und die Funktion ist ansonsten identisch. Wie gesagt, es wird immer dann ausgeführt, wenn die Bedingung nicht zutrifft und man einen bedingten Schaltbefehl hat. Das kann er nicht gleichzeitig machen. Ja. Es gibt nur für... Nee, er guckt ja, in welchem Abschnitt befindet er sich. Ich befinde mich im Zustand aus und dann gibt es nur eine einzige Bedingung und ein einziges Sprungziel, was er ausführen kann. Sollte das nicht erfüllt sein, nutzt er das Sprungziel und springt zu dem Punkt, was hier in dem Else angegeben ist. Das ist eine einzige Aktion, die ausgeführt wird und dann ist die Aktion beendet. Können wir nochmal hochgehen? Das ist schon nicht klar. Dahin? Ja, das erste von den drei Bildern, ja. Da, genau. Da oben, wann springt er denn jetzt nach was? Unter welcher Bedingung? Heißt das, er springt nach Rennort oder das erste oder er ist in Rennort und dann wird er bewegt? Das, was hier links steht, das ist der Aufenthaltsort. Ich befinde mich in Ramp-Off, Ramp-On, Off-Delay, On-Delay, Off oder On. Er guckt, wo, in welcher Zeile bin ich. Ich bin jetzt eingeschaltet, ein Befehl kommt an und dann gilt die Bedingung X greater equal low. Ist die Bedingung erfüllt, springe ich zu dem, ich bin in On, Jump Target On, steht, springe zu Off-Delay. Er guckt erst, ist die Bedingung erfüllt für den Profilabschnitt? Wenn ja, guckt er nach, okay, von wo nach wo muss ich denn da springen? Ja, aber
Je nachdem, was es ist. Ein kurzer Tastendruck hält sich an Short, ein langer Tastendruck hält sich an Long. Die Kombination gibt es nicht. Es kann immer nur eins sein. Eine Taste kann entweder nur kurz oder lang gedrückt sein. Gleichzeitig geht nicht. Aber wenn ich die Regeln habe und in die Mitte stelle, zum Beispiel, die 100 kommt, dann woher weiß er denn, ob es kurzer oder langer? Ein Sensor sendet immer kurz. Der sendet keine langen Tastendrücke, der sendet alles seine Positionen mit kurzem Tastendruck. Ja, Dimmaktor hatten wir jetzt gerade. Ein Schaltaktor ist eine Untermenge davon. Im Aktor. Die CCU weiß die ganze Konfiguration auch, aber das Ganze wird runtergeladen in den Aktor. Also es ist doppelt vorhanden, in der CCU und im Aktor. Angenommen, ich mache einen Werksreset des Aktors und ich lerne den Aktor anschließend wieder an die Zentrale an. Denkt die Zentrale, ja, was soll das denn? Den kenne ich ja schon und der ist vollständig konfiguriert. Liest überhaupt nicht aus, dass der Aktor im Werksreset ist. Und dann gibt es unter devconfig die Möglichkeit, die Konfiguration, die Zentrale noch gespeichert hat, in den Aktor zurückzuspielen. Habe ich es umgekehrt gemacht, habe ich den Aktor aus der Zentrale gelöscht, nur aus der Zentrale gelöscht, ist die Konfiguration da ja weg, lerne ich den Aktor dann neu an, habe ich die Möglichkeit über devconfig die Konfiguration aus dem Aktor neu auszulesen und die Zentrale kennt auch wieder die Konfiguration, wie sie im Aktor drin ist. Ja, ist eine sinnvolle Sache, dass man erst das bestpassende Easy-Profil auswählt, abspeichert, nur dann wird es übernommen und dann nochmal wieder neu öffnet. Wechselt auf Experte und dann sind die meisten Parameter ja schon richtig voreingestellt und man braucht nur noch Feintuning machen. Ja, und wenn eine Komponente kaputt geht und ich sie austausche, welche Möglichkeit habe ich dann, die Konfiguration dann? Wenn eine Komponente kaputt geht, dafür gibt es die Tauschen-Funktion im Web-UI und dann wird die ganze Konfiguration entsprechend im neuen Aktor wiederhergestellt. Alle Verknüpfungen und Parameter, es wird alles genauso wiederhergestellt, wie es vorher war. Die Tastenfernbedienung, die war defekt, wurde bei euch eingeschickt und die hatte vorher beim Teamen angezeigt, diesen Teamwert, das sind 95, 90, 85% und so weiter. Das ist jetzt beim Wiedereinlernen, also die wurde auf Werkstatt zurückgesetzt, wurde mir zurückgeschickt und die habe ich wieder eingelernt und jetzt funktioniert das nicht mehr. Die Verknüpfungen selbst sind noch vorhanden, hast du dafür eine Erklärung? Die Verknüpfungen sind nicht vorhanden, würde ich sagen. Auf der Fernbedienung wird ja sicher ein Rot angezeigt, oder? Nein. Also ich kann die Dimmer kann ich ganz normal beschreiben. Ja, die Dimmer können bedient werden, aber die Fernbedienung leuchtet anschließend rot. Weil die Fernbedienung nicht weiß, dass sie an den Aktor angelernt ist. Der Aktor weiß, ich bin an die Fernbedienung angelernt und reagiert entsprechend drauf. Beziehungsweise die Fernbedienung leuchtet nur orange, weil sie nicht mal weiß, dass sie überhaupt an jemanden angelernt ist. Die Fernbedienung wird nur orange leuchten und weder am Ende, weder grün noch rot leuchten. Die Fernbedienung muss über devconfig die alte Konfiguration zurückerhalten. Einmal in die Tipps für Anfänger reingucken im Forum, im Homematic-Forum, da steht devconfig, wie man es benutzt und wie man die Konfiguration, die in der Zentrale noch drin ist, wieder in die Fernbedienung zurückspielt. Dann funktioniert das wieder. Gut. Ein Rollladen-Aktor-Profil ist ähnlich des Dimmers, aber eben ein bisschen abweichend. Es gibt Referenzfahrten noch dazwischen, die optional gemacht werden und dann die eigentliche Rampenfahrt. Das ist ein bisschen schwierig darzustellen in der Grafik, wie das tatsächlich dann hoch oder runter fährt. Aber in Wirklichkeit, das Verhalten ist also sehr identisch zu den Dimmern und das sind nur
diese paar Parameter, die anders sind. Und hier kann ich jetzt eben auswählen, wie soll er eine Position anfahren? Entweder direkt auf kürzestem Wege oder soll er über die obere Endlage fahren, über die untere Endlage oder über die nächstgelegene. Das heißt, wenn ich möglichst exakt den Rollladen positionieren will, ich möchte den auf 99% haben, wenn ich diese 99% von unten anfahre und ich habe die Referenzzeit nicht hundertprozentig genau konfiguriert, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er schon am Anschlag hängt oder noch bei 95% ist. Fahre ich aber erst an den oberen Anschlag und fahre dann 1% runter, ist es deutlich genauer. Und dafür ist eben, wie soll er eine Position anfahren? Also die meisten werden immer direkt anfahren wollen, weil wenn man einen Rollladen in Position 30% fahren will, wer will dann, dass er einmal ganz hoch oder einmal ganz runter fährt und dann wieder auf die 30% Marke. Aber die Option ist vorhanden, dass man es machen kann.